suchste Bild. Ich dachte gerade, wo zum Teufel sind die scheiß Bilder hin? Und zwar suchen wir jetzt dieses Bild, wo nur noch diese silberne Stange oben dran ist. Davon brauchen wir genau drei Bilder, brauchen wir davon nämlich. Genau das hier und hier brauchen wir das Ganze auch nochmal. Das kann jetzt ein bisschen dauern, alles mit den Bildern, aber es sieht dann bestimmt am Ende cool aus. Ich verrate noch nicht ganz, was es, wie es dann ganz am Ende aussehen soll, aber ich denke mal, ihr könnt es euch auch denken. So gebildet werdet ihr wohl sein. Aber das finde ich eigentlich echt cool von der Honeyball hier mit so mit den Vorhängen, weil das ist eigentlich das, was mir in Minecraft immer so ein bisschen gefehlt hat. So Vorhänge. Weil Vorhänge sind immer toll. Wir schauen jetzt noch nicht weg. Ich brauche jetzt noch ganz kurz, also ich brauche jetzt erstmal noch nichts, aber ich brauche noch ein bisschen, weil geht jetzt eh gerade die Sonne auf, von daher können wir uns eigentlich mal auf den Berg da vorne stellen und den Sonnenaufgang genießen, oder nicht? Kommt her, meine Freunde. Okay, auf den Berg ganz schaffen wir es nicht mehr, aber dann stellen wir uns halt auf diese kleine Erhöhung. Und oben kommt dann auch ein Panoramafenster rein. Wie dann die Sonne aufgeht und hier ebenfalls wie die Sonne untergeht. Oder einfach, oder wir machen da oben so ein 360-Grad-Observatorium rein. Das wäre natürlich auch cool. Mein Mund ist ganz trocken. Ich schaue gerade, ob hier irgendwo was zum Trinken rumsteht. Aber ich glaube nicht. Ich werde gleich nochmal genauer gucken. Aber ich schlage jetzt mal ganz kurz das hier noch raus. Weil wir brauchen Holz. Wir brauchen richtig viel Holz. Ich glaube... Also, kleine Frage an euch. Dort vorne, also in unserer Berghütte. Hier, dort vorne. Hier so. Was sollen wir denn da für die Wände benutzen? Sollen wir da Cobblestone nähen? Fände ich jetzt nicht so geil für so ein was Königliches, für so ein Schloss. Sollen wir da Cleanstone nähen, was auch ziemlich geil wäre? Sollen wir Holz nehmen? Aber das wäre dann auch wieder ziemlich langweilig, finde ich. Wenn du in der Berghütte eigentlich so Holz benutzt. Oder sollen wir da vielleicht sogar irgendwie sowas Ausgefalleneres wie Sandstein oder eventuell sogar Lehm, also Ziegelsteine benutzen, was halt auch ziemlich zeit- und kohleaufwendig wäre. Vor allem den ganzen Scheiß erstmal zu finden, weil das wird dann doch schon ein etwas größeres Projekt, was ich vorhabe. Achso, das war gerade bloß wieder Facebook. Ich dachte, ich werde schon wieder in Twitter erwähnt. Ich werde den ganzen Tag bloß wieder in Twitter erwähnt, das ist voll krank. Nun ja, let's krebse Baum ab. Das ist mein neues Lieblingsspiel übrigens. So. Und als letztes kommt dann Let's Decay. Als Stargast Blatt. Okay, der war schlecht. Nun ja. Wir haben jetzt wieder einiges an Holz. Das ist gut, das ist richtig gut. Ach, wir können auch so machen eigentlich. Wir brauchen nur noch ein paar Sticks. Das reicht genau um eins zu viel. Aber wen juckt's auch schon. So, Celeste Painting for now. Da soll's nicht hin. Wo ist dieses scheiß Bild? Hallo? Ich hasse das, wenn ich diese scheiß Bilder nicht sehe. Also es kann jetzt sich wieder nur um Stunden handeln, ihr kennt das. So, sind wir auch schon fertig, die Stunden sind vorbei. Und nachdem dann auch der Dachboden fertig ist, hallo, werden wir uns dann auch um die Einrichtung so richtig kümmern. Das alles, scheiße. Weißt du was, ich bin jetzt dazu faul, so runter zu laufen. Und mache jetzt hier einfach oben hier mal eine Workbench. Weil ich da jetzt wirklich zu faul bin, rumzulaufen, um mir eine Workbench zu machen. Um Treppen zu machen. So ein paar werden wir da schon brauchen. Und ich sehe gerade trinken. Toll. Gefällt mir. So.
So, und dann würde ich sagen, so. Ja, ich mache das jetzt alles vollkommen Dingsbums. Vollkommen unvorhersehbar. Also ihr absolut nicht wisst, wo ich jetzt gerade einen Holzblock setze. 64 Stück, ob das reicht, ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Es könnte auf jeden Fall doch schon mal was bringen. Aber ich glaube, uns fehlt dann trotzdem noch eine richtige Menge. Was könnte ich denn noch erzählen? Mir fehlt gerade die Inspiration. Inspiration! Ich mach mal das Fenster auf, vielleicht kommt sie dann rein. Inspiration! Och nee! Ah, ich das hasse! Mein Nachbar mit seiner Kreissäge, der sitzt die ganze Zeit bloß dran mit so einem alten, richtig kaputten Sägeblatt und schleift sich Kaminholz. Aber wirklich den ganzen Tag. Sommer, Winter, Apokalypsenzeit. Scheiße, der war ein bisschen zu weit hinten. Hinten! Das ist echt krass. Und dann, weißt du, so ein richtig asozial kaputtes Sägeblatt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich dem irgendwie vielleicht mal zu Weihnachten oder so mal ein neues Sägeblatt schenke, weil das ist... Kann man das Fenster aufmachen? Moment. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber... Es ist einfach krass. In der Zeit hole ich mir mal kurz was zum Trinken. Also ich denke mal, ihr wisst, von was ich spreche. Und es läuft dann wirklich manchmal so 4-5 Stunden am Tag durch. Aber wirklich durch. Ich glaube, der hat dann wirklich so eine Bettpfanne, wo er unterwegs reinpisst. Hoppala. Entschuldigung. Ja, und in der Flasche, die ich jetzt gerade geholt habe, waren auch nur noch so 0,00002 Milliliter drin. Also war eigentlich auch mal wieder voll daneben. Alter, Framerate, verlasse mich jetzt nicht. Wir ruckeln ein wenig. Hoppla. Ich habe heute Mittag sehr lecker gegessen, muss ich sagen. Was ich gegessen habe, fragt ihr. Ach cool, dass ihr fragt. Eine Packung Chips. Und ich muss euch sagen, davon bin ich jetzt echt gerade sowas von K.O. Haben wir nicht eigentlich gesagt, irgendwie, wir wollen unterschiedliche Sachen bauen. Also nicht die ganze Zeit nur das hier. Und jetzt sitzen wir ja schon seit 5 Folgen nur in diesem Bauwerk. Das ist schon irgendwie krass. Hallo? Naja, aber dafür wird es dann auch fertig. Dann sage ich einfach jetzt... dann ist das dann nächste Folge dran. Da könnt ihr dann auch in die Kommentare schreiben, was das für eine Außenhülle geben soll. Ich glaube, eins müssen wir noch machen, dann sind wir so hoch, wie wir eigentlich sollten. Also was das nicht für eine Außenhülle, sondern was das für Wände innen drin haben sollte. Also ich bin immer noch für Cleanstone, das fände ich relativ geil. Oder an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen Holz oder Cobblestone. Vielleicht sogar auch ein paar Ziegelsteine oder Sand oder Sandstein. Also ich werd vielleicht auch mal einfach nur ein bisschen rumprobieren. Wir werden das dann alles schon sehen. So. Wunderbar. Und ich habe mir so gedacht, also wir werden das ungefähr so machen, dass man... irgendwie, ich weiß nicht, entweder durch eine Leiter oder durch eine Treppe hier an der Seite hochkommt oder hier hinten hochkommt. Aber mir wäre es eigentlich recht lieber, wenn man hier an der Seite hochkommt. Oder durch eine Leiter irgendwie. Und hat man dann hier bloß einen ganz schmalen Gang. Das ist bloß ein breit. Hier rechts und links sind Mauern mit, und hier drin sind Kisten. Und hier hinten ist dann bloß so ein kleiner Raum.